Ich habe schon als Kind von einem Velomuseum geträumt. Jetzt, mit über 50, habe ich mein Museum. In diesem Privatmuseum hat es alles, was den Puls von Veloliebhabern in die Höhe treibt. Sammelstück bis unter das Dach. Und zu jedem Velo gibt es eine Geschichte. Sur votre tête, vous avez un 10 places. Das Velo hat es ins Guinness-Buch geschafft. 10 Personen sind in Genf 400 Meter weit gefahren. Das ist bis heute ungeschlagen. Et depuis, il a jamais été battu. Da innen sieht man nur einen Teil von Marc-André Elsig seiner Ware. Die findet er dank guten Kontakten in der Velowelt. Beaucoup de relations. Dank Beziehungen und Bekanntschaften mit den Fahrern und vor allem mit den Mechanikern. Die Velo findet man nämlich nicht bei den Fahrern, sondern eben bei den Mechern. Das Jahr sind schon 1200 Besucher ins Gratis-Museum gekommen. Und kaum sind sie drin, kommen sie für gewöhnlich ins Staunen. Verblüffend, so viele verschiedene Modelle. Das ist super, eine Entdeckung quasi vor der Haustür. Am Anfang war das nicht das Ziel. Ich habe es zum eigenen Vergnügen gemacht. Aber dann sind die ersten Besucher gekommen und gehen mehr. Und wenn es den Besucher Freude macht, ist es für mich natürlich umso schöner. On est encore plus contents, nous. Als sich die Frauen anfangen, für das Velo interessieren, hat die katholische Kirche protestiert. Man sah die viel zu blutenden Arme und Beine. Darum hat man für die Damenwelt Dreiräder gebaut. Alors pour les dames, on leur fait les tricycles. So haben die Frauen auch können züchtig Velo fahren mit langen Roben. C'est un vélo Michaud. Und das Velo hier ist das erste, das Pedale hatte. Man sagt, der Erfinder Pierre Michaud habe sich an den Kurbeln vor einer Kaffeemühle orientiert und so eine an einem Vorderrad montiert. Das ist dabei herausgekommen. Mit dem Museum hat sich der Marc-André Elsig seinen Traum erfüllt. Zurücklehnen ist wegen dem aber nicht angesagt, sondern weitersammeln. Es gibt keine Grenzen, sonst macht es keinen Spass. Ein richtiger Velofahrer will schließlich immer noch etwas weiter.